Radio Brocken Wohnzimmer Workout. Hallo, Chefkoch André, Bundestrainer Dorian, die AOK, Radio Brocken, Frank Majewski mit Training für dich. Wir haben für euch die zweite Einheit in der dritten Staffel zusammengebraut, zusammengestellt. Heute nochmal mit dem Bräter des Todes, ja, mit der goldenen Bettpfanne. Ja, ich bin der Träger dieser goldenen Bettpfanne, wie auch immer. Wir gehen die zweite Einheit heute nochmal mit dem Topf als Kettlebell-Ersatz. Nächste Woche komme ich dann mit dem richtigen Kettlebell. Heute ist der 21. Januar und ich verrate euch was, ich habe heute Geburtstag, ja, das bin nur unter uns, ja, weil wir hier unten in unserem kleinen privaten Spa-Bereich im Funkhaus Halle, wir haben nichts gemacht, wir haben nicht gefeiert, nur soweit, ich bin am ersten Wassermann-Tag geboren und trotzdem, und da will ich für alle Geburtstagskinder, die heute auch Geburtstag haben, lieben Gruß und es wird trotzdem gearbeitet, ja, zumindest wo auch immer, im Homeoffice oder sonst wo, ja. Wir legen los, wieder ein paar Blöcke, funktionale Kraftübungen mit dem Kettlebell, mit den Flaschen, ein Tabata in die Mitte, wieder zwei Blöcke, ab in die Dehnung und dann Strich drunter, 45 Minuten von 24 Stunden für euren Körper. Das ist das Ziel, das ist die Vorgabe fürs Training. Wasserflaschen, Hanteln, was ihr euch in der Laufe der Zeit zugelegt habt. Wir sind in der 16. Einheit, ja, ihr habt 10, 4, erste von letzter Woche. Es sollte also reichen, dass ihr die nächsten Wochen ordentlich trainieren könnt. Es sollte so 2 bis 3 Mal die Woche sein. Ansonsten, wir bleiben wieder in den Schulterbereichen, funktionale Übungen, Bauch. Wir legen los. Alles beiseite legen. Partner, denkt dran. Alle, die uns teilen, unter allen, die uns bei Facebook teilen, werden 2 Handtücher verlost. Diese Radio-Brocken-Handtücher, ja, die wir entweder als Sportgerät zum Einkuscheln nehmen, zum Abtrocknen oder einfach nur mal zum Winken, wie auch immer. Ja, soweit alles gut. Kurz auf Stopp drücken, alles ran organisieren, falls ihr noch keinen Topf habt, was ihr braucht. Ansonsten warte ich kurz. Und alle sind zurück. Sehr gut. So, Hände auflegen, ein kurzer Moment der Einkehr. Egal wo ihr steht, egal wo ihr seid, es gibt keine Ausreden, es gibt nur eine Lösung. Es kann ein Schlafzimmer sein, ein Büro, ein Kinderzimmer, eine Terrasse, ein Balkon, eine Parkbank. Wir legen los. Einatmen und ab geht's. Hände fallen runter, Kinder, die Brustschultern weit vorziehen und wir gehen in die Mobilisierung. Ja, dieses in Bewegung bringen des Körpers, die Gelenke knacken lassen und 3 schnell. Auf geht's. Zu. Auf. 2. Auf. 3. Auf. Letztes Mal. Hinten bleiben. Lang von oben. Eintauchen. Durch die Knie. Wieder hoch. Eintauchen. Zug durch die Knie. Wieder aufrollen. Einmal noch reinziehen. Aufrollen. Oben bleiben. Kopf und Nacken und lang strecken. Schön rausschieben. Macht euch lang. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ihr seid den ganzen Tag nach unten, nach vorne ausgerichtet. Auto, Arbeit, Küchen. Vorbereitungen, Kochen, alles ist unten. Jetzt geht's nach oben. Komm, 3, 2, 1 und locker. Arme Seite, eine Hand vor, eine nach hinten. Und wir gehen in die Mobilisierung der Schulter. Nächster Teil, schön reindrehen. Ja, für alle, die letzte Woche schon mittrainiert haben. Die Beweglichkeit und das Stärken der Schultergelenke ist auch ein Teil des Trainings. Ja, die Kettlebell Swings, die Hercules Rotations. Da machen wir heute weiter. Die High Pulse. Heute gehen wir nochmal ins Kreuzheben rüber, in die Deadlift, in den Deadlift und die Arme locker ausschwingen. Stabil stehen bleiben, Körper streckt sich, Bauch spannt sich an, Körper ist verdreht, Blick geht mit und wir gehen ganz leicht runter. 20 Schwünge in die Aktivierung der Beine, so eine halbe Kniebeuge, immer leicht andeuten. Locker runterschwingen. Und wir haben 10 weg. 12, 4, 6, 8, 20. Und wir bleiben stabil stehen, holen einmal Luft. Arme leicht hoch und wir gehen in diese Rotation. Den Oberkörper schön reindrehen. Versucht die Beine fest in den Boden zu stemmen, dass ihr hier versucht fest zu bleiben. Ja, so ein bisschen geht die Hüfte natürlich mit. Und dann geht es weit rum. Bei jeder Rotation geht ihr immer weiter nach hinten. Immer weiter rum. 4, 3, 2, 1 und locker. Kurz aus. Schütteln. Hände auf die Brust, kleinen Schritt nach vorn, Blick nach oben, wir schieben die Arme schräg nach vorne. Schräg hochschieben. 8, 9, 10, wir wechseln. Es geht links vor, rechts hinter, Arme sind hoch, wir gehen locker hoch, ganz leicht. Die Arme auf Schulterhöhe sind eine leichte Flugübung. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und locker.
Ich sehe schon die beiden hier. Mein Betreuerteam hat schon ordentlich Spaß. So, wir starten locker. Trinkt noch einen kleinen Schluck. Ja, dass ihr nochmal schön den Mund benetzt, die Lippen feucht macht. Und dann gehen wir in den ersten Block. So, wir fangen an wieder mit den Herkules Rotations. Das heißt, der Kettlebell, der Bräter, die Pfanne, der Topf ist unterm Kinn. Und wir gehen ganz eng am Kopf eine Runde rum. Moment, wir starten gemeinsam. So, ich habe es noch kurz vorgemacht. Kurz sammeln, Bauchdecke rein und ab geht's. Erste Runde, schön rein in die Schultern. Zweite Runde. 3, 4, 5. Sechste Runde. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und zurück. Ab geht's. 1. Nicht runter bis zur Brust. Bleibt schön eng. 4, 5. Sechste Runde. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und locker. So, wir stellen den Arm rüber, halten kurz den Topf fest. Ich mache es kurz vor, lassen schwingen und ziehen drüben hoch. Wieder hoch. Drüben hochziehen. Ja? Die Power entsteht beim Hochziehen. Achtung, wir starten gemeinsam. Und ab geht's. Hoch. Rüber. Hoch. Schön hoch. Inside heben. Hochziehen. 4, 5. Bleibt schön fest im Bauch. 6. Nach vorne ausgerichtet. Nicht mit der Bewegung mitgehen. Ja, nicht mitdrehen. Ja, schön nach vorne bleiben. Geht mir nur um die Schultermuskulatur. Nach oben ziehen. Inside heben. 11, 12. Und wir wechseln. Ab geht's. Erster Zug. 2, 3, 4. Ja, wenn alle hier grinsen, das ist mit dem Topf natürlich eine lustige Geschichte, aber es ist nur ein Gewicht. Ja, vergesst, dass es ein Topf ist. Es sieht euch keiner. Ihr steht nirgends mehr auf dem Markt. Es ist nur für euch. Kein Publikum, nur für euch. 11, 12 und stopp. Zack, Zugriff, einmal atmen. Stabil stehen und wir legen los. Zweite Runde, schön diese Rotationen um den eigenen Körper. Der Kopf ist das Zentrum. Ja, und der Kopf ist der Satellit. Der Topf ist der Satellit. Schön drumherum. Immer um den Körper rum, um den Kopf. 7. Runde. 8, 9. 10. Runde. 11, 12. Stopp und rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5. Runde. 6. Wenn es zu schnell ist, dann einfach Video stoppen, langsam angucken, wie ist der Ablauf der Übung. Dann wieder reingehen in die Abläufe. 11, 12 und locker. Wir starten oben, kurz sammeln und ab geht's. Seitheben. Zweiter Schwung. Ja, das erste Drittel schwingt der Arm von alleine. Den Rest muss er ziehen. Und da entsteht die Belastung. Hochziehen. Hoch. Achter Schwung. 9. 10. Schwung. 11. 12, wir wechseln fliegend und ab geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr habt letzte Woche schon erzählt, Kettlebells kauft euch 4 Kilo, 6 Kilo und 2x 8 fürs Bankdrücken. 11, 12 und ab geht's, letzte Runde. Topf unter das Kinn, kurz sammeln und rum geht's. Erste Rotation. 2, 3, 4, 5, 6. Runde. 7, 8, 9. Haltet das Tempo hoch. Ja, auch wenn es leicht aussieht, aber es entsteht die Intensität durch die Geschwindigkeit. 11, 12. Kurzer Break und zurück. 1, 2, 3 sind weg. 4, 5, 6. Runde. 7, 8, 9, 10, 11. Runde. 12 und locker. Kurz sammeln. Diese Seilzüge. Wir sind stabil und wir ziehen hoch. 1, 2. Bleibt schön fest in der Körpermitte. 3, 4. Zieht bewusst aus dem seitlichen, aus dem Delta-Muskel nach oben. 7, 8. Kinn hoch, Kinn hoch, Körper lang. 10, 11, 12. Achtung, wir wechseln. Und ab geht's. Erster Zug auf links. 2, 3. Ja, grinst ruhig, grinst ruhig. Aber wir lachen ja alle nur für uns alleine.
bis auf meine zwei Frechdachse hier, die sich ja köstlich amüsieren, wie ich mit dem Topf schwinge. Ja, ihr könnt auch was nehmen, was euch das Gefühl gibt, ihr werdet bessere Sportler. Aber der Muskel sieht es doch nicht, was ihr in der Hand haltet. Ob das ein Kettlebell ist für 40 Euro oder euer Präter von eurer Liebsten. Und locker. Okay, wir sind an. Trinkt kurz einen kleinen Schluck. Wir gehen den zweiten Block. So, ganz kurz zum Thema Kreuzheben, Deadlift, wie auch immer. Ja. Wichtig ist eine ganz kleine Kniebeuge. Und dann geht der Körper in der Hüfte nach vorne. Blick ist nach vorne und ihr zieht aus dem unteren Rücken nach oben. Ist eine leicht überstreckte Position. Immer schön aus dem unteren Rücken nach oben ziehen. Breit. Okay, wir starten. 20 Deadlifts. So, 10 Spitzen nach außen. Wir starten nach hinten. Wir sind leicht überstreckt. Knicken ein und gehen runter. Und ziehen schön nach oben. Und immer leicht den Körper nach hinten aufstrecken. Dass die Hüfte schön aufgeht. Ja? Wir sitzen den ganzen Tag. Hier geht es darum, dass die Hüftmuskulatur zu strecken. Schön lang nach hinten. 8er Deadlift. 9. 10 sind weg. 11. 12. 13. 14. 5. 16. 7. 8. 9. 20. So, Topf in die Mitte. So, alle bereit? Wir schieben den rechten Fuß vor den Topf. Dann gehen wir runter, tippen drauf, zwei Schritte rüber, links. Zwei Schritte rüber, rechts. Hopp, hopp, links. Alle bereit? Gemeinsam. 16 Wechsel, also 16 Mal den Topf antippen. So, wir starten unten und ab geht's. 1, 2, tipp. 1, 2, tipp. 1, 2, tipp. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, vorletzter, 16, Topf mit hochbringen, zweimal atmen. Wir gehen runter und kreuzheben. Ab geht's, erstes Mal, 1, 2, erholt euch bei der Übung, die ist ruhig, wird gleich wieder schneller, 5, 6, 7, hier schön aus dem Rücken nach oben ziehen, hier bewegt sich was. Keine Kniebeuge draus machen. Ganz wenig Kniebeugung. 12. 13. 14. 15. 16. 7. 8. 9. 20. So. Auf den Boden, dass der Nachbar unten wach wird. Der alte Schnarcher. Rechter Fuß am Topf. Nicht anfassen. Erst rüber und dann mit links tippen. Wir gehen runter, sind angespannt und ab geht's. Ein Schritt, tipp. Ein Schritt, tipp. Ein Tipp, tipp. Tipp, tipp. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16 und locker. Und gleich weitermachen. Wir wollen anbleiben. Schön anbleiben. Position. Wir starten leicht überstreckt und wir gehen runter. Ab geht's. Und das ist eine Pause. Aktive Pause. 3, 4, 5 sind weg. 6er Deadlift. 7, 8. Für alle, die Deadlift heißen, ihr könnt auch Deadlift sagen. Keine Schande. Die Muskeln wissen nicht, wie ihr die Übung nennt. Hauptsache, sie werden benutzt. Ich rufe, Deadlift, benutze mich. 15, 16, 7, 8, 9, 20. Letztes Mal, einen Puls hochzubringen, rechter Schuh, eure Hantel. Wie gesagt, heute ist ein Topf, nächste Woche ein Kettlebell. Wir gehen runter, Hals angespannt und ab geht's. Schritt zur Seite, tipp, Schritt zur Seite, tipp, 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 tipp. Tipp, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16 und locker. Kurz durchatmen, kleinen Schluck trinken.
Einen Block haben wir noch. Dann gehen wir ins Tabata. So, Handtuch nehmen. Der Trainer muss sich mal schnell die Hände, die Nase putzen. So, Handtuch aufdrehen. Oder zusammendrehen. Aufdrehen klingt falsch. Ah, guck mal hier. Sehr gut. So, wir stehen stabil. Gehen ganz leicht runter, dass wir mit den Händen auf den Knien sind. Drücken den Rücken schön durch, ja, dass wir hier schön seitlich sind, diese Rückenspannung haben. Jetzt gehen die Arme lang nach oben. Nehmen die Ohren. Ab geht's. Langer Zug. 2, 3, 4. Fünfter Zug. 6, 7, 8, 9, 10 sind weg. 11, 12, 3, 4. Noch 2. 15, 16. Handtuch weglegen. Eure Hantel nehmen. Das Ganze intensiver als Ganzkörperübung. Selber Ablauf, sieht ähnlich aus. Eine Arme Kettlebell Swings. Ab geht's. Schön nach oben. Umgreifen. Runter 2. Runter 3. Runter 4. Und 5. Schön nach oben. Tiefe Kniebeuge. Und dann nach oben aufsteigen. Mit der langen Arm. Und schön den Blick folgen lassen. Nicht zu hoch. Das Gewicht sollte Scheitelhöhe haben. Das reicht. 12. 3. 4. 15, 16, 7, 8, 9, 20, noch 4 Stück, 21, 2, 3, 24, weglegen, Handtuch schnappen, kurz durchatmen, runtergehen, Rücken festmachen, Arme lang. Vor die Knie, Blick nach vorne, wir ziehen nach oben. Erster Zug. 2, Bauch ist drin, Rücken ist durchgedrückt. Kein runter Rücken. 6. 7. 8. 9. 10 sind weg. 11. 12. 13. 14. 15. 16 und locker. Kurz durchatmen. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, ganz wichtig, Leistungsnachweis oder Arbeitsnachweis wegwischen, ganz entscheidend. Wir starten unten, Kettlebell Swings einarmig, ab geht's, erster Swing, oben umgreifen, zweiter Swing, 3, 4, 5, 6, 7, 8, schön dynamisch die Hüfte öffnen, schön die Hüfte strecken, macht euch schön lang hier, aufgehen, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9 und 20. Und noch 24, 21, wollte ich schon 4 weglassen. 2, 3 und 24. Hand doch mitbringen. Dritte Runde. Kurz sammeln. Stabil stehen, wir gehen leicht runter. Körper kippt nach vorn. Kopf ist oben und wir ziehen die Arme lang nach oben. Zweiter Zug. 3, 4, 5, 6. Zug. 7, 8, 9, 10 sind weg. 11, 12, 13, 14, 15 und letzter. Noch einmal die Swings und dann sind wir durch. Dann gehen wir in unser kleines Tabata, was ja zurzeit so ein bisschen die Halbzeit darstellt. Nächste Woche nur noch eins und ab Runde 4, 5, 6 Einheit. Sechste Einheit versuchen wir 2 zu schaffen. So, wir gehen runter, sind angespannt und ab geht's. 24 Stück. 2 sind weg. 3 sind weg. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 geschafft, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 7,
8, 9, 20. Nochmal, eure Muskeln wissen nicht, dass es ein Topf ist. Das ist denen egal. 23, 24, durch. So, Töpfe weg, Schluck trinken. Wir gehen in unsere Tabata. Wer nichts davon gehört hat, 8 mal 20 Sekunden. Das Ganze mit 10 Sekunden Pause. Hochgeschwindigkeit, Tempo. Ihr habt 15 Sekunden Zeit. Immer 20 Sekunden Belastung. Wir starten auf linkes Bein steht, rechtes Bein zieht und die Arme ziehen zwischen die, oder das Knie zieht zwischen die Hände. 20 Sekunden lang. Arme sind lang oben. Achtung. 2, 1 und ab geht's. Zack. Tipp. Tipp. Der Tipp steht für den Zehenspitzen-Tipp. Ziehen. Ihr müsst nicht zählen. Die Zeit läuft für euch. 12 Sekunden noch. Und das Knie geht hoch zur Brust. Nicht die Brust zum Knie. 8 Sekunden noch. Und ziehen. Tipp. 4, 3, 2, 1 und locker. 10 Sekunden Pause. 5 Sekunden noch. 3, Arme gehen hoch. Wir sind angespannt und wir explodieren. Kommt, 2, ziehen. Zweites Tabata, Zug, Zug. Kopf abschalten, nur trainieren, mehr nicht. Raus, raus aus dem Nachdenken, rein ins Ziehen. Einfach nur funktionieren. Energie verbrennen, Kalorien rausschieben. 3, 2, 1 und locker. Kurz durchatmen. 3 Sekunden noch. Position, links steht, rechts ist draußen, Arm oben, ab geht's. Drittes Tabata und powern, komm, powern. Für alle, die nicht gern laufen, das ist ein Laufersatz. Von der Intensität her. 6 Sekunden noch. 4, 3 und locker. 10 Sekunden Pause noch. Timer kurz verschieben, 5 Sekunden noch. Rechtes Bein steht, links ist draußen, Arme oben, ab geht's. Vierte Runde. Ziehen, ziehen, ziehen. 15 weg. Power. Lang, Arme hoch, lang hoch. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Schräg hochziehen. 5 Sekunden. 3, 2, 1 und locker. Hälfte geschafft. Das Ganze noch viermal. Zweimal rechts, zweimal links. Arme sind oben und ab geht's. Fünftes Tabata. Ziehen, ziehen. Belastung suchen. Dem Wunsch nach Auspowern nachkommen. Ja, ihr habt den ganzen Tag gesessen. Jetzt mal ausflippen physisch. Kommt hoch. 6 Sekunden, 5 Sekunden, 3 Sekunden, eine und locker. Schon wieder vorbei. 5 noch. Arme gehen langsam hoch. Standbein rein und ab geht's. 6. Runde. Wie ein Flummi, ja. Die Beine schnipsen nach oben, da unten ist es heiß. Ja, die Zehenspitzen berühren den Boden und wollen gleich wieder weg. 10 Sekunden noch. 9, 8 Sekunden noch. Ziehen, ziehen, 5 Sekunden, 2, 1 und ruhig. Zweimal noch, letztes Mal die Seite. Kurz sammeln. 3, 2 und ab geht's, 7. Runde. Komm, versucht das Tempo zu halten oder vielleicht sogar schneller zu sein als ich. 12, wir zählen ja nicht, wir wollen bloß die Belastung suchen. 8 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1 und schon wieder raus. Gleich durch. Einmal 20 noch. Wir gehen auf rechts runter. Links ist elastisch. Arme sind oben. 2, 1, ab geht's. 8. Runde. Lang, lang, lang. Schön die Arme hoch. 12 sind es noch. Letzten 10, letzten 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Das war's. Timer schnappe ich mir, trinke einen kleinen Schluck. Dann langsam die Matten ausrollen. Wir gehen dann runter in die Bauchmuskelteile.
Nicht als erwartet, das heben wir uns für nächste Woche auf. Ganz und ruhig mit Abzählen. So, alles gut? So, der Chefeinöler und Bundestrainer richten die Kamera. Der linke Arm ist oben, der rechte liegt neben dem Körper. Ich mache es erst wieder vor. Wir ziehen mit links aufs rechte Schienbein. Es hebt ab Kopf, Schulter, Brustwirbelsäule. Zugebene, Stirn zum Knie. Alle bereit und wir legen los. Erster Zug, zweiter Zug, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind weg. 11, 12, 3, noch 2, 14, 15. Linken Arm ablegen, rechter geht hoch. Und wir kommen hoch. Erster Tipp. 2, 3, 4, 5. Dem Knie entgegen. 6, 7, 8, 9, 10 sind weg. 11, 12, 3, 4, 15. Körper ist lang. Zweite Bauchmuskelübung. Rechte Hand steht nach oben. Köpfe liegen. Ich mache es einmal vor. Mit Schwung nach oben kommen. Linke Hand aufstellen. Linkes Knie beugen. Die Hand bleibt oben. Nicht nach unten. Schön nach oben. Dann wieder ablegen. Und gleich wieder hoch. Einseitige Sit-Ups. Achtung. Wir kommen hoch. Eins. Runter. Zwei. Runter. Ganz hoch. Drei. Der Arm geht nach oben. Vier. Der Blick geht nach oben. Fünf. Sechster. Sieben. Acht. Neun. Zehnter. Vorletzter. Und zwölf. Und langsam runter. Linke Hand steht. Wie so eine Strandflagge, ja? Unsere Beach Flag. Rechter Arm links. Der liegt an der Seite. Wir kommen mit Schwung hoch. Und das rechte Knie geht hoch. Zwei sind schon weg. Das heißt nur noch zehn. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, umfallen. Ihr dürft zweimal atmen. 1, 2, linker Arm oben, rechter am Körper und wir schlagen aufs rechte Schienbein. Ab geht's, zweite Runde. 15 Stück, 3 sind weg, 4, 5 sind weg, 6, 7, 8, 9, nochmal 5, 11, 12, 13, 14 und wechseln. Linker Arm lang und wir kommen hoch. Erster Tipp aufs Schienbein, 2, 3 sind weg, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nochmal 5, 11, 12, 3, 4, 15, lang ausstrecken, zweimal atmen. Oh. Achtung, rechte Strandflagge, mit Schwung und wir kommen hoch. 1, 2, 3, bis 12 geht's, 4, 5. Ihr müsst nicht 12 schaffen. Wenn ihr 6 schafft oder 7 schafft, reicht das vollkommen aus. 10, 11, 12. Kurzer Wechsel. Linke Strandflagge hoch und wir kommen hoch. 1, linke Arm, rechtes Bein. 2, 3, 4, 5. Hälfte rum. 8, noch 4 Stück, 9, 10, 11, 12 und lang. Tja, merkt man seinen Bauch, keine Frage. Irgendwann fangen die an, die Muskeln zu rebellieren, wollen nicht mehr. Aber genau da wollen wir hin. Wenn sie erschöpft sind, dann nochmal einen draufkicken. So, links ist oben, rechts am Körper. Und wir tippen mit links auf rechts, ab geht's. Zweiter Tipp.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nochmal 5, 11, 12, 3, 4, 15. Schneller Wechsel. Und ab geht's mit rechts auf links. 3, 4 und noch 10 kleine. Komm, 10 kleine. 7, nochmal 7. Und 10 weg. 11 weg. 12, 3, 4, 15. Kurz durchatmen. Einmal, zweimal rechte Strandflagge. Und wir kommen hoch. 1. Ah, wird schon schwerer. 2. 3. 4. 5 sind weg. 6. 7. 8. 9. Nochmal 2. 11. 12. Und der schwere Wechsel. Und ab geht's. Kommt. 1. Die letzten 12. Oh, der Bauch streikt. 3. Hoch mit euch. Hoch, 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 hoch. 4. 5. Letzten 6 Stück. 7. 8. 9. 10. Vorletzter. Und 12. Oh. Ja, da meldet sich die Bauchmuskulatur. Absolut. So, Matte brauchen wir erst nachher wieder für die Dehnung. So, trink einen kleinen Schluck. Letzter Block. High Puls, wieder dieses Hochziehen aus der letzten Woche. Und Bizeps Curls. So, euren Kettlebell nehmen. Letztes Mal die Woche. So, große Schrittlänge. Wie gesagt, erst von unten kommen, dann nach oben ziehen, Ellenbogen schön hoch. Kein Ententanz, schön hoch. Alle bereit, 20 Stück, wir legen los. Erster Zug. 2 sind weg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hälfte rum. 1, 2, 13, 14, 15 sind weg, 16, 7, 8, 9, 20. Hantel weg und die Flaschen holen. So, Arme zur Seite stellen, kurz atmen und ab geht's in die Oberarme rein. Zweiter Curl. 4, 5. Also wenn ich schwitze oder wenn ich glänze und dadurch schwitze, oder, dann liegt es natürlich nicht an den Scheinwerfern, nicht an dem Raum, nicht an der Heizung, einfach am Tempo, was wir in den Trainings haben. Ja, ihr merkt es selber, ich muss es euch ja nicht vorgaukeln. Ja, das ist definitiv schweißtreibend, vorletzter und locker. Hanteln beiseite, vorletztes Mal. Große Schrittlänge für die Oberschenkelinnenseiten. Wir starten unten und wir ziehen unters Kinn. Ab geht's. 2 sind weg. Dritter Zug. 4. Fünfter Zug. 6. 7. 8. Neunter Zug. Hälfte rum. 11. 12. 13. 14. 15 sind weg. 16. 7, 8, 9, 20. Dorian hat Spaß. Wir auch. Ich sage euch, Dorian würde gerne mittrainieren, aber er muss leider den technischen Support leisten. Ich weiß, dass der Chefeinöler und der Bundestrainer gerne mittrainieren. Gerne mittrainieren. Achtung, Spannung. Und ab geht's in die Oberarme. Und wie gesagt, denkt mal drüber nach, euch sowas zu kaufen. So ein kleines Haus- oder Heimset. Eine Matte, ein paar Kettlebells, auch ein Theraband, ja, oder so ein Expander, aber mit Gummibändern, wenn es geht. Ein paar kleine Hanteln, so 4, also 2x4 oder 2x2. Ja, damit kann man wunderbar
draußen sein, kann man auch in so einem kleinen Bag mitnehmen, wenn man im Park geht. Kann man sich zu Tode schinden, wie man so schön sagt. Vorletzter und letzter. Letzte Runde vor der Dehnung. Große Schrittlänge, Adduktoren, Schultern, viele Muskelgruppen sind beteiligt, funktional. Viele Muskelgruppen verlangen viel Puls. Das merkt ihr auch, das ist nichts nur mit Fingerbeugen. Wir starten unten und wir gehen hoch. So, zwei sind weg. Dritter Zug. Vier. Fünfter Zug. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn sind weg. Elf. Zwölf. 13, 14, 15 sind weg, 16, 7, 8, 9, 20. Yes! Und noch einmal Oberarme. So, stabil stehen, kurz konzentrieren und wir gehen los. Erster Curl. 2, 3, 4, 5. Nächste Woche. Wie gesagt, ein bisschen intensiver. Wir werden versuchen, das erste Mal zweiter Bartas mit einzubauen. Ja, ich bringe den richtigen Kettlebell mit. Ja, ihr könnt mal schauen, ob ihr noch bis dahin einen bekommt. Dass wir gemeinsam wie möglich. Ich bringe eine Vierer mit, das reicht aus. Ja, gerade für uns mit dem Sportgerät erstmal da reinkommen. Vorletzter Curl, letzter Curl, Rock'n'Roll. So, trinkt einen kleinen Schluck. Und das war's. Zweite Einheit, dritte Staffel. Insgesamt 17. Einheit. 10 aus dem Frühjahr 20, 4 aus dem Herbst 20 und wir sind in der zweiten 21. Das sind fast 16 Stunden Sport. Ja, und dafür braucht man nicht viel Platz. Die Intensitäten legt ihr, wie gesagt, selber fest. Ihr könnt auch jederzeit stoppen, ja, und nochmal einfach das Doppelte draufpacken. Ja, manche sind ja auch extrem fit, weil sie in Studios trainieren, wo sie gerade nicht hin können. Ja, oder sie wollen einfach nochmal, weil sie viel laufen, gerade einfach nochmal ihre Trainings ergänzen durch Athletikteile. Könnt ihr alles mitnehmen. So, wir gehen runter. Matten ausrollen. So, wir gehen runter gleich in den Vierfüßler. Hände aufstellen. Wie gesagt, ich mache nicht immer dieselben Dehnungsübungen. Viele sind gleich, natürlich keine Frage. Auch alles verkürzt wegen der Zeit. Versucht immer 10, 12 Minuten zu investieren. Ja, Dehnung ist wichtig. Ich hatte von meinem Piriformis-Muskel erzählt. Dehnung macht viel aus. So, linkes Knie steht, rechte Zehenspitze aufstellen, den Blick heben und wir schieben die Ferse sanft zum Boden. Ja, dass ihr eine Dehnung habt. Waden, Achillessehnendehnung. Schön nach vorne. Und die Spannung lösen. Rechtes Knie aufstellen, linke Zehenspitze raus. Und schön nach vorne schieben. Oder nach hinten, ja. Bildlich ist es nach hinten. Ferse nach hinten. Das ist richtig zieht in der Wade. Und locker. So, linke Hand Schützhand, die rechte greifen wir durch. Und im Einatmen ziehen wir uns schön nach oben hoch. Der Blick folgt der Hand und wir atmen aus und steigen wieder durch. Wieder einrollen und wieder aufrollen. Schön aufziehen. Und ausatmen. Wieder einatmen. Und ausatmen. Und wir wechseln die Stützhand. Rechte Hand stützt, linke greift durch. Und wir ziehen uns im Einatmen nach auf. Schön aufziehen und ausatmen. Und zweites Mal einatmen. Ausatmen. Einatmen nach oben. Und ausatmen. Durchstecken und locker. Wir kommen nach oben, stellen den rechten Schuh ganz weit vorne an die Mattenecke, beide Hände daneben stellen und jetzt ganz sanft das Knie hinten lösen und hier die Hüfte durchfallen. Ja, dass die Hüfte aufgestreckt wird, den Blick heben, die Hüfte fällt, das Knie versuchen durchzudrücken. Den Blick schön nach vorne schieben und das Becken fallen lassen. Und locker, Knie aufstellen. Zurück auf beide Knie, linkes Knie weit nach vorne, beide Hände daneben stellen, Knie lösen, was hinten war und jetzt die Hüfte durchfallen lassen. Schön durchfallen lassen, den Blick heben
und die Hüfte. Wir sitzen ja viel, ja, gerade da die Hüftmuskulatur extrem aufdehnen, aufstrecken und locker. Wem das schwerfällt, der bleibt einfach in so einem Ausfallschritt, legt die Hände aufeinander und geht ins Einatmen nach oben und schiebt unten die Hüfte vor. Ja? Von der Kameraseite nach oben gehen und hier die Hüfte aufstrecken. Reicht völlig aus erstmal. So, wir kommen hoch. Matte beiseite schieben, kurz Luft holen. So, Arme gehen vor, Hände zeigen aufeinander. Wir atmen tief ein. Brustkorb geht auf, Arme ziehen weit nach hinten. Und wir atmen aus und schwingen aus. Einheit 2. Denkt an das Teilen. Unter allen, die uns geteilt haben, verlosen wir die 2 Handtücher. Die AOK, Radio Pocken, das Spa-Team, André und Dorian wünschen euch alles Gute. Einen schönen Donnerstag noch. Ich fahre jetzt nach Hause und trinke eine schöne Tasse Kaffee. Habt ihr heute Geburtstag? Vielleicht kriege ich auch ein Stück Kuchen von meiner Liebsten und meinem Sohn. Alles Gute. Einen schönen Donnerstag. Bleibt gesund. Ciao. Radio Pocken.